Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder. Und ja, ihr wisst es natürlich alle schon längst, Breaking News. Heiko Vogel ist nicht mehr Trainer unseres SK Sturm Graz, also nicht mehr Cheftrainer der Verein, hat sich vom Deutschen getrennt. Und ja, gestern wurde das Ganze offiziell bei der Pressekonferenz auch bekannt gegeben. Ja, was sind die Gründe? Die liegen auf der Hand. Einfach, ja, die Bilanz ist in dieser Saison einfach zu schlecht. 13 Spiele in der Bundesliga, nur 3 Siege eingefahren, ein 8. Tabellenplatz, viel zu wenig für die Ansprüche der Blackies. Dazu in der zweiten Cup-Runde bei der Austria rausgeflogen. Okay, das kann mal passieren, aber eben als Cup-Titelverteidiger. Und ja, dann noch die blamablen Auftritte im Europacup gegen AEK Larnaca. Und das ist alles summa summarum dann doch zu viel, um den Trainer wohl wirklich halten zu können. Auch wenn die Sympathie gegenüber Vogel eine relativ große, auch unter den Sturmfans trotzdem gewesen ist, würde ich mal behaupten, ja, ist der Schritt irgendwo logisch und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Auch wenn man der Mannschaft in den letzten Partien wenig vorwerfen kann, außer dass die Ergebnisse nicht eingefahren wurden. Spielerisch hat das nicht so schlecht ausgesehen, man hat alles probiert, aber ja, wenn man dann eben so viel Pech und Unvermögen hat, wer weiß, ob es nicht ein Stück weit Karma irgendwo ist. Mal schauen. Auf jeden Fall, Heiko Vogel ist Geschichte bei den Blackies und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird jetzt der Nachfolger bei den Schwarz-Weißen und ja, wer schafft es eben, die Blackies wieder in ruhigere tabellarische Gefilde zu führen und die Saison, die bis jetzt ziemlich verkorkst ist, sind wir uns ehrlich, doch noch irgendwie positiv zu retten. Ein Kandidat, der immer wieder so in den Medien auftaucht und so generell in den Foren, ist Roman Mehlich. Roman Mehlich, seines Zeichens Sturmgrad als Legende. Seine legendären Champions-League-Auftritte gegen David Beckham sind auf jeden Fall noch in allen schwarz-weißen Köpfen, glaube ich, ganz, ganz tief verankert. Als Trainer hat er bis jetzt seine erfolgreichste Zeit zuletzt bei Wiener Neustadt gehabt, in der zweiten österreichischen Liga. Da ist er mit den Wiener Neustädtern knapp am Aufstieg gescheitert, oder besser gesagt an St. Pölten gescheitert, in der Relegation um den Aufstieg. Und ist jetzt aktuell eben vereinslos und ist anscheinend laut den Medien der Top-Kandidat auf den Trainerposten. Ich persönlich muss sagen, ich muss ihn jetzt nicht haben, ohne eben irgendwas gegen Roman Mehlich zu haben, aber ich glaube einfach, ja, die Vita ist mir da ein bisschen zu schwammig noch. Also bis jetzt nur bei Wiener Neustadt in der zweiten Liga erfolgreich gewesen. Dazu muss ich auch sagen, ich habe die zweite Liga in der letzten Saison ein bisschen verfolgt, ist auch der Fußball, den Neustadt spielen hat lassen, nicht jetzt der aller, sagen wir mal, attraktivste gewesen, muss nichts heißen. Auch ein Peter Stöger hat bei Wiener Neustadt mal trainiert und begonnen und ja, seine Karriere ist eben bis nach Dortmund und sogar gegangen. Also das muss natürlich nichts heißen, aber trotzdem mit der aktuellen Situation wäre es, glaube ich, schon, ja, ich will nicht sagen fahrlässig, aber schon ein großes Risiko, da jetzt einen unerfahrenen Roman Mehlich reinzuwerfen und ja, den dann Feuerwehrmann da spielen zu lassen. Weitere Kandidaten, die ich so gehört habe, wären da beispielsweise noch Christian Ilzer oder Marco Schopp. Beide sind zugleich so in der gleichen Kategorie wie Roman Mehlich, würde ich mal behaupten, nur mit bisschen Bundesliga-Erfahrung zumindest schon als Trainer. Ilzer aktuell sehr erfolgreich in Wolfsberg, Marco Schopp auch mit Sturmvergangenheit, ja, sehr erfolgreich in Hartberg. Nicht zuletzt auch gegen unsere Blackies schon in dieser Saison. Also, naja, beides junge, aufstrebende Trainer, wobei man die differenziert natürlich schon ein bisschen betrachten muss. Ilzer, der war schon ein bisschen Thema im Sommer, Sturm soll sich dann doch gegen ihn entschieden haben, eben aufgrund ja mangelnder Erfahrung in der Bundesliga und ja, ihn jetzt dann vom WRC loszueisen, da weiß ich auch nicht erstens, ob Ilzer ja das dann überhaupt will, also er soll ja sowieso schon abgesagt haben, aber falls das vielleicht, kann ja auch als Ablenkungsmanöver sein, falls das dann doch irgendwie zustande kommt, ja, wird er trotzdem das Ganze, ja, wird das nicht so leicht haben bei den Blackies. Bei Marco Schopp ist das Ganze ein bisschen anders. Sturmlegende, also das heißt, Stallgeruch, könnte man ein Häkchen da drunter machen, aber ist auch, glaube ich, ein bisschen so im Unfrieden, was ich so mitbekommen habe, von Sturm weggegangen als Co-Trainer zu St. Pölten und jetzt eben erfolgreich Cheftrainer in Hartberg. War ja schon interimstechnisch ja mal übergangsweise Trainer bei den Blackies, nicht wirklich erfolgreich, hat, glaube ich, alle seine 6 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, damals verloren. Also muss natürlich jetzt nichts heißen, aber auch bei Schopp ähnlich. Ja, ist aktuell
aktuell mit einer nicht wahnsinnig starken Mannschaft sehr erfolgreich. Und ob der sich jetzt wirklich den Hexenkessel Sturm Graz im Moment antun will, ist halt auch so eine Frage. Wobei natürlich, klar, Sturm Hartberg, da sind schon Welten dazwischen, das ganz klar. Dann wäre beispielsweise ja zu Ralf Hasenhüttl und Peter Stöger, die beide einfach unrealistisch sind, aufgrund ja der finanziellen Grundlage der Blackies, noch ein Ernst Baumeister aktuell zu haben. Der wäre auch vereinslos, war zuletzt bei der Admira, wurde etwas überraschend dort rausgeworfen und ist aber eigentlich sehr Bundesliga erfahren. Also hat die Südstädter in den letzten Jahren nicht das erste Mal wieder übernommen oder eben bei der Admira generell gute Arbeit geleistet, auch in anderen Funktionen. Also der kennt sich auf jeden Fall schon aus in der Bundesliga und wäre ehrlich gesagt für die aktuelle Situation mein Wunschkandidat. Einfach aus dem Grund, auch wenn es sich natürlich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch anhört, weil klar, Baumeister vom Tabellenletzten, der soll jetzt Sturm retten, aber wenn man ein bisschen hinter diese ganze Fassade blickt, dann macht das würde ich sagen, in meinen Augen schon Sinn. Baumeister eben kennt die Bundesliga, war es bei der Admira jahrelang gewohnt, mit sehr wenig finanziellen Mitteln sehr viel draus zu machen und ja, spricht letzten Endes auch fließend Deutsch. Mehr oder weniger, hat auf jeden Fall einen sehr ausgeprägten Dialekt. Aber auf jeden Fall, ja, Ernst Baumeister würde bis Saisonende mit vielleicht Option auf ein oder zwei weitere Jahre durchaus Sinn machen und hätte wahrscheinlich auch ein anderes Standing gleich mal, würde ich mal behaupten, in der Mannschaft. Einfach was jetzt zu so diesen allgemeinen diesen unterbewussten Respekt vielleicht angeht, denn ja, ein eher älteres Semester, dem begegnet man, glaube ich, halt schon ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Bundesliga-Neuling da sofort das Trainerzepter übernimmt. Also, ich bin da wirklich gespannt, wen da unsere Blackies aus dem Hut zaubern und ihr könnt es mir natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare runterschreiben, wenn ihr gerne als neuen Trainer bei den Schwarz-Weißen hättet. Von dem her war es das fürs Erste erstmal wieder von mir und wir sehen uns am Donnerstag mit einer möglichen neuen Wasserstandsmeldung oder vielleicht schon mit dem neuen Trainer im Gepäck wieder hier bei The Lens TV. Von dem her bis zum nächsten Mal, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.